Hi Leute, es ist ein Jahr später und es ist wieder Zeit, weil ich werde mich an das halten, für mein Jahresinterview von 2021. Das Prinzip funktioniert so, ich habe letztes Jahr ein Video abgedreht, wo mir circa 20 Fragen gestellt wurden und diese Fragen möchte ich fortan jedes Jahr aufs Neue mit den derzeit passenden Antworten beantworten. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang drum rum und beginnen mit der ersten Frage. Diese war: Mein Alter, mein Name und das heutige Datum. Also, ich bin derzeit 22 Jahre alt. Florian Breiteniedel ist mein Name, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr auf diesem Kanal seid. Und das heutige Datum ist der 23. Dezember 2021. Wie viele Abos habe ich derzeit auf YouTube? Derzeit habe ich 45 Abonnenten auf YouTube. Muss jedoch dazu sagen, dass ich eine etwas längere YouTube-Pause eingelegt habe. Mein meistgesehenes Video. Mein meistgesehenes Video ist das Xbox Series X Elite Controller Review mit 6530 Views. Jedoch neu dazugekommen ist unter anderem mein Erfahrungsbericht über den Zivildienst, welcher nun knapp 3000 Views hat. Die drei YouTuber, die ich derzeit am meisten schaue. Ich würde sagen, die drei YouTuber, die ich derzeit am meisten schaue, sind JP Performance, PeteSmeet und wahrscheinlich Max, also in Großbuchstaben, in Blockbuchstaben Max geschrieben über seine Kochvideos. In welchem Buch liest du gerade? Ich lese gerade von Carsten Maschmeyer die 6 Elemente des Erfolgs und bin darauf gestoßen, weil ich den Carsten Maschmeyer über Hülle der Löwen natürlich verfolge und dachte mir, ich lese da mal rein. Ich bin jetzt circa 2/3 fertig mit dem Buch und muss sagen, ich fand es eigentlich ganz interessant bis jetzt. Welchen Rat würdest du deinem zukünftigen Ich geben? Ich würde meinem zukünftigen Ich den Rat geben, mich nicht von gewissen zeitlichen und gesellschaftlichen Druck hetzen zu lassen und den Tag, die Woche oder auch das Monat und auch das Jahr so zu nehmen, wie es kommt und es so zu genießen, wie es kommt. Und nicht aufgrund von irgendwelchen anderen Umständen mir Druck aufbauen zu lassen. Wer inspiriert dich gerade am meisten? Ich würde sagen, am meisten inspiriert hat mich dieses Jahr und auch derzeit James Clear. Ich folge seinem E-Mail-Newsletter, wo er jede Woche einen neuen bringt. Und der nennt sich 3-2-1 und da gibt es dann immer 3 Ideen von ihm, 2 Quotes und eine Frage. Und ich muss sagen, das bringt sehr reflektierend und bringt immer neue Anregungen in mein Leben und inspiriert mich dadurch auch sehr. Was studierst du gerade? Wie läuft's? Ich habe jetzt im September begonnen, JUS, also Wirtschaftsrecht, auf der WU zu studieren. Und es läuft ganz okay. Ich muss sagen, es ist ein deutlich anspruchsvolleres Studium als das, was ich davor habe, aber ich bin noch sehr viel zufriedener mit dem Studium und freue mich auf die kommenden Studienjahre und möchte euch auch da jetzt in Zukunft mehr am Laufenden halten über meinen YouTube-Channel und hoffe, ihr schaut euch das vielleicht mal in Zukunft an. Ich werde vielleicht ein paar Vlogs und so dieses Jahr rausbringen, aber das und viel mehr in einem zukünftigen Video. Die größte Veränderung in deinem Leben dieses Jahr? Ich würde sagen, die größte Veränderung in meinem Leben dieses Jahr war eine traurige Veränderung, aber eine Veränderung, aus der ich sehr gewachsen bin und eine Situation, mit der ich zuvor noch nicht so richtig umgehen musste, zumindest nicht so intensiv, nämlich ist mein Opa gestorben und ich war in sehr engem Kontakt mit meinem Opa und habe mich unfassbar gut mit ihm verstanden und es würde so sein, das ist so mein Lieblingsgroßelternteil gewesen, weil das bei mir alles ein bisschen komplizierter ist und dass der von mir gegangen ist, hat sehr lange gebraucht zu verarbeiten und fällt auch jetzt bis heute mir noch etwas schwerer, aber dennoch war das so die größte Veränderung, die mir jetzt auf Anhieb einfällt. Das beste Zitat aus diesem Jahr. Ich würde sagen, eine sehr wichtige Quote aus diesem Jahr, vielleicht jetzt nicht die wichtigste oder die beste, aber eine, die ich in diesem Video jetzt anbringen möchte, ist: Glaub nicht, dass Geld alles ist und versuche alles für Geld zu tun, denn du wirst irgendwann draufkommen, dass eben genau das nicht der Fall ist und es ganz viele andere, wichtigere Dinge gibt. Welche Gewohnheiten hast du gerade?
Also ich habe noch immer die gleichen Gewohnheiten wie in dem letzten Jahr. Ich mache meine Samples, ich lese Bücher, ich schreibe täglich Tagebuch, ich trainiere sehr häufig, solange es Corona zulässt. Ja, ich würde jetzt sagen, dass da nichts Sonderliches dazugekommen ist, ich aber alle, die ich bereits hatte, fortgeführt habe. Wie würdest du deinen Kanal mit 3 Wörtern beschreiben? Inaktiv, ausbaufähig und vorhandenes Potenzial, auch wenn das jetzt vielleicht 2 Wörter sind, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Hast du noch Videoideen und auch Spaß daran, Videos zu machen? Ich hatte eine Zeit lang zwar Videoideen, aber einfach keinen Spaß mehr daran, Videos zu machen. Ich glaube, ich war einfach festgefahren und bin der Meinung, mittlerweile nicht mehr festgefahren zu sein. Und deswegen habe ich auch wieder sehr viel Lust, Videos zu machen und möchte auch das gesamte nächste Jahr jetzt nun tatsächlich jede Woche ein Video rausbringen mit Vlogs und einfach Dingen, die mir Spaß machen und nicht Dingen, von denen ich der Meinung bin, dass sie viel Aufrufe bringen. Und wir werden schauen, wie das läuft. Und ja, 2022, here we go. Was willst du dir fürs nächste Jahr sagen? Ich würde sagen, dass ich hoffe, dass 2022 Corona nicht mehr so ausgeprägt war wie 2021 und falls doch, es zumindest nicht mehr so einschränkend war wie 2021. Ich hoffe, dass du aus Dingen gelernt hast, die dieses Jahr passiert sind und ich hoffe, dass du es auch einfach mehr zu schätzen weißt, welche Leute hier sind und welche Leute nicht hier sind und auch vorsichtiger bist, welche Leute du an dich ranlässt und welche nicht. Du eventuell guten Erfolg in deinem Studium mittlerweile hast, vielleicht auch ein paar neue Freunde auf der Universität gefunden hast und hoffentlich auch wirklich diesmal jede Woche ein Video hochgeladen hast. So schwer ist es nämlich nicht. You can do it. Ja, das war's. Das waren meine Fragen für dieses Jahr. Es ist ein bisschen chaotischer, es ist ein bisschen wilder alles, aber es ist dennoch irgendwie ein sehr angenehmes Gefühl, so ein bisschen reflektiert zu sein und das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ich bin sehr gespannt, wie ich so in den nächsten Jahren diese Fragen antworten werde und vor allem, ob vielleicht neue Fragen hinzukommen. Diesmal ist es nämlich nicht der Fall gewesen. Und auch einfach mal auf diese Fragen wieder zurückzublicken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann entweder bei einem anderen Video dieses Jahr, es sollten ja jetzt genug kommen, oder wenn ihr nur diese Videos schaut, dann sehen wir uns 2022 wieder im Dezember bzw. 2023 im Jänner, je nachdem, wann das hochkommt. Danke, schönes neues Jahr, euer Flo.